Mut zum Ändern zu, das sind Nonnenpfützchen. Das sind die kleinen Nonnenpfützchen, die Karneval, die Karneval gibt. Das ist ein Mürbeteig, der aber in Fett ausgebacken wird. Ja, Mutzemendelche sind ja typisch Karnevalsgebäck. Die sehen aus wie so eine fallende Wassertropfe. Wurden dann in Schmalz gebacken und sind jetzt herrliches. Mutzemendelchen sind die kleinen, die werden in Fett gebacken. Und ich weiß, meine Mutter der Teig ausrollen. Und dann mit so einem Schnapsgläschen sie dann den Teig ausstechen und dann kommt das in Fett. Ne? Wird das in Fett ausgebacken. Ja, das war ein Mutzemendelchen. Mutzemendelchen. Das ist bei uns Tradition, dass die jedes dann fast laufend, wenn die gebacken Mutze. Das sind diese flachen Fett, aus Fett gebackenem und die Mutzemendelche, die dann so ein bisschen noch in Zucker gewälzt wurden, die werden bei uns auch hück noch zum Fastelavend, stand die dann am Tisch, wenn es Kaffee gibt. Und es gibt dann auch so einen netten Ausdruck anstelle der Mutzemendelche, wo du an sie sagt, hast du noch ein paar Nonnenpfützchen?